Heute ermitteln wir verdeckt, indem wir uns für Winnie Papalardo einschleichen bei der Feuerwehrstation von Lego City als wahrscheinlich neuer Feuerwehrmann. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Weg da reinfinden, wie es aussieht. Das ist nicht einfach so open, weiß ich nicht, für jeden dahergelaufenen Trottel. Aber wir müssen da rein. Wie sieht's aus? Vielleicht ist ja hier in diesen interessanten Kisten, die hier aufgestellt sind, irgendetwas Interessantes drin, was uns vielleicht den Eingang in... Ah, nee. Oder wir nehmen einfach diesen Eingang hier. Anscheinend ist heute doch Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, wie es aussieht. Na gut, dann... Feuerwehr? Dann komm rein. Ja, dankeschön. Spezialauftrag 9, überwachtes Anwesen. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurkey? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge! Mit denen spielt man nicht rum! Folge mir hier rüber. Das ist Officer Lopez Delgado! Hola! Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar! Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln, stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Ich glaube, das ist das wenigste Problem und ich würde auch Schokokuchen bevorzugen. Ich mag Schokokuchen. Schokokuchen ist immer lecker. Ach, der Feuerwehrmann. Keine Ahnung, ob der auch immer so schlecht gelaunt wäre, wenn er einen Geburtstagskuchen bekommen hätte. Ist aber schon ein bisschen interessant, dass der Polizeichef und der Feuerwehrchef beide extrem schlecht gelaunt sind, beziehungsweise halt so richtige Herumkommandiertypis sind. Ob das wohl in Lego City hier gang und gäbe ist? Keine Ahnung. Ob diese Wand hier irgendwann, die mir gerade die Sicht versperrt, weggehen wird? Keine Ahnung, ob ich jetzt den Code hier direkt richtig benutzen werde. Nein. Anscheinend nicht. Kann ich das abbrechen? Wenn diese Wand hier mir im Weg ist, dann kann ich das wohl nie lösen. Mann, blieb das Teil genau richtig liegen, ey. Aber ich hatte wenigstens eines richtig. Ich hatte wenigstens rot richtig. Jetzt gerade hatte ich gar nichts richtig, weil ich jetzt zu blöd war, nach oben zu drücken. Wie immer sei, nächste Mission, nächste Spezialmission. Es warten ja nicht mehr so viele auf uns, für alle, die Lego-Spiele noch nie gespielt haben. Es gibt 15 Spezialmissionen, das heißt, wir sind schon relativ nah am Finale dran. Und ja, wir gucken einfach mal, was wir heute so hinkriegen. Ich habe natürlich meine coole Farbwaffe ausgerüstet, die jede Farbe hat, die wir benötigen. Die ist sehr, sehr praktisch. Deswegen, hä? Warum wurde das jetzt gelb? Random. Aber okay. Ja, keine Ahnung, warum das der Fall ist. Ist mir aber auch relativ egal, weil, wir machen uns jetzt einfach hier ein bisschen einen Spaß draus aus der Mission und, dann passt das ja auch. Warum soll ich mich noch anstrengen, ne? Jetzt haben wir ja eh alles hier verdammt einfach. Jetzt gibt's kein Problem. So, das hier. Merkwürdig. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal unser neues Outfit in diesem Part. Unsere neue Fähigkeit für Chase McCain. Und zwar bekommt Chase McCain nun, ich denke, es ist unschwer zu erahnen, den... Oh yeah! Feuerwehrmann Chase McCain! Sehr schön. Und damit fehlt uns nur noch eine Fähigkeit. Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen.
Oh nein! Sieh nur! Eine wahre Feuersbrunst! Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte! Eieieiei! Könntest du das nicht schon? Prima! Gut gemacht! Du wirst für uns eine Bereicherung sein! Besonders in Anbetracht der vielen Brände in letzter Zeit. Allerdings war bei den meisten Bränden in letzter Zeit eher das Eigentum von Kleinkriminellen betroffen. Als ob jemand einen Konkurrenten aus dem Geschäft drängen will. Gute Arbeit! Interessant. Warte kurz. Die Tür ist verschlossen. Oh, und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier, schau, eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt doch keinen Ärger. Okay, mach ich gleich, mach ich gleich. Was macht ihr hier? Das ist Limbo. Genau, schlag einfach die Tür. Mega episch. Ja, komm. Komm, mach. Wow, so cool. What the fuck ist das? Tja, ich habe euer Feuer gelöscht. Und dafür gibt's sogar einen Charakter, und zwar den Ramon Lopez Delgado. Der schon hier drüben steht. Sehr schön, den können wir jetzt also auch steuern. Und damit haben wir die Axt freigeschalten und mit dieser Axt können wir endlich, ich weiß nicht warum das nur mit der Axt funktioniert und nicht mit der Brechstange vom Räuber, müsste normalerweise auch mit der Brechstange vom Räuber funktionieren, aber mit der Axt können wir nun endlich diese Türen hier aufprügeln. Praktisch. Endlich. Endlich können wir, ja, diese Türen aufbrechen und auch diese Sachen erfüllen. Sehr schön, den Lego City Helden hätten wir damit auch schon komplett. Ich glaube allgemein, dass die Mission nicht allzu lang ist. Einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Wer ihn da meine Güte, übertreib's doch nicht so. Mit einem das Ventil. Kann man doch ganz leicht hier runterdrehen. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, auf jeden Ventil. Fall. Hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Bueno. Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Ich bin voll bereit. Mach die Tore auf! Das war so oder so viel zu einfach gerade. Kann gerne ein bisschen schwieriger werden, die kleinen Aufgaben. Nächstes Problem, das hier kann ich schon mal nicht öffnen. Denn hier brauchen wir einen anderen Charakter dafür. Beziehungsweise eine andere Fähigkeit, die nur ein Charakter im kompletten Spiel besitzt. Und das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber gut, hilft nichts. Müssen wir warten, bis wir diesen Charakter bekommen. Und ja, man hat ihn ja eh gerade schon gesehen. Ich werde es trotzdem nicht spoilern, wer das ist. Aber man kennt ihn aus der Story. Man kennt ihn aus der Story. Und früher oder später schaltet man ja in Lego-Spielen eh alles Mögliche frei. So, was gibt's denn hier sonst noch in den Screen? Wir haben hier noch ein Feuer, das man löschen könnte. Gibt es da irgendetwas dafür? Nein, so wie es aussieht nicht. Auf der Overworld gibt es ja auch hier und da mal wieder so ein Feuer, was einfach brennt. Und das ist zum Beispiel jetzt so eine kleine Mission, die wir mit den Feuerwehrmann machen müssen. Und zwar jedes Feuer auf der Overworld löschen. Ja, ist ein bisschen viel zu tun. Und ein bisschen viel umgucken vor allen Dingen wieder. Aber wir kriegen das hin. Keine Sorge. Das Feuer werden wir schon finden. So, na dann. Was steht jetzt an? Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen, dass sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach rechts! Okay, das ist so ein kleines Minispiel, wie es aussieht. Weiter nach rechts! Nein, jetzt nach links. Gut gemacht. Ja, gut. Gefallen! Links! Ein bisschen bleibt das Ding! Ist jetzt auch nicht so schwierig. Ein schönes kleines Minispiel. Aber wenn da wenigstens, weiß ich nicht, ein Zeitlimit oder so wären, so. So habe ich ja genug Zeit. Um das hier perfekt zu positionieren. Gut gemacht! Oh yeah! Nach links. Und der letzte. Stopp! Yeah, Geronimo! Das waren alle! Gute Arbeit!
Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Oh, sag nice. Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Und die gibt sogar in doppelter Ausführung, eben aus dem Fall, falls man im Zweispieler-Modus spielt. Und ich glaube auch, weil ich mit denen nicht alle treffen kann. Kann das sein? Oder? Kann ich die treffen? Gehen wir ein bisschen höher? Nee, das klappt tatsächlich nicht. Also wir müssen tatsächlich die Seite wechseln, um alle abzuschießen. Aber gut, komm. Nicht so wild. Und so ist halt auch ein bisschen vorgesorgt für den Zweispieler. Meine Güte, ich brauche gar nicht kommentieren. Das macht alles hier Ramon-Dingsbumskirchen. Schnell! Es gibt da eine echte Notsituation! Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja! Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Nein, nicht Pompons Moggins der Dritte! Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss, weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Wow. Ja, der Job eines Feuerwehrmanns, ne? Katzen retten. Top Beruf. Leiter. Na gut, dann retten wir diese Katze. Und ja, das ist auch eine der Aufgaben, für die man einen goldenen Stein als Feuerwehrmann bekommt. Wir haben schon relativ häufig eine Katze gesehen, die irgendwo auf einem Haus festgesessen ist. Und ja, wie gesagt, diese Katzen müssen wir nun jedes Mal mit dem Feuerwehrmann einsammeln. Das heißt, wir müssen diese ganzen Orte, wo die Katzen waren, wieder aufsuchen. Ich weiß, ein bisschen ärgerlich. Aber ich werde ja so oder so irgendwann nochmal an allen Orten vorbeigehen. Allein schon deswegen, weil, ja, ich werde ja nochmal irgendwann versuchen müssen, die ganzen Orte 100% zu komplettieren, weil das ist ja unser Ziel. Die 100% hier in Lego City Undercover. Und ja, deswegen bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das später dann alles nochmal zu versuchen. Aber auch als Notration für dich. Und was auch immer die hier gerade reden, sie reden mir definitiv zu viel. So, was haben wir hier schön? Ah, nice. Eine Regenrinne, würde ich jetzt mal behaupten. Sie sieht so ein bisschen aus wie eine Regenrinne, in der wir wenigstens hochklettern können. Sehr schön. Ansonsten hätte ich eh nicht gewusst, wie es weitergeht. So, jetzt kommt hier die nächste Aufgabe. Da müssen wir dann kurz wieder zum Minenarbeiter wechseln. Das ist mit der Zeit so ein bisschen wieder gecheckt, ob wir die Fähigkeit verstanden haben. Ich glaube, im nächsten Auftrag wird es wieder ein bisschen schwieriger. Da kommen dann eher die schwierigeren Aufgaben. Jetzt ist halt so ein bisschen Tutorial-Aufgaben, könnte man meinen. Und es sieht auch auf den ersten Blick so aus, als wären das alles nur Tutorial-Aufgaben hier gerade. Wo ihm gesagt wird, hey, das kannst du mit dem Feuerwehrmann machen und das kannst du mit dem Feuerwehrmann machen. Aber ich glaube, mittlerweile sollte es eh jeder verstanden haben, dass man mit unterschiedlichen Fähigkeiten unterschiedliche Sachen machen kann. Also man hätte mir auch ruhig einfach die Fähigkeit geben können. Das hätte auch gepasst, weil, naja, so schwierig ist das Spiel jetzt auch nicht. Und so kompliziert, dass ich nicht verstehe, was ich tun muss, ist das Spiel halt definitiv auch nicht. Finde ich persönlich. Gut, ja. Dann holen wir uns schnell die Katze und hoffentlich zeigen die uns dann, wo das Feuerwehrboot liegt. Damit wir wenigstens relativ schnell von hier verschwinden können. Mit dem Feuerwehrboot. Da wahrscheinlich auf die offene See hinaus. Hier hinten. Aber man muss schon sagen, Lego City sieht schon cool aus. Und allein wie man... Man hat sich halt immer irgendwas dabei gedacht. Allein wie man hier die Feuerwehrstation platziert hat, hat man sich ja definitiv auch was dabei gedacht. Das ist schon cool. Das ist definitiv cool. So, na dann. Einmal hier mit dem Dynamit durch, damit wir das hier explodieren lassen können. Dann geht da die Tür auf oder der Durchgang auf. Und zu guter Letzt müssen wir die Katze nur noch in unsere Arme springen lassen. Komm her, Kätzchen. Komm her, Sir Wilbur der Dritte oder wie auch immer du genannt wurdest. Und rein mit dir in den Hut. Cool. Du hast ihn gerettet. Okay, dann sind wir hier fertig. Nice. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen.
Alles klar, und da werde ich auch die instant runtergewarbt. Das ist ja mega freundlich. Und jetzt Geburtstagsparty. Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ja, ah, ich weiß nicht, warum es sich aufregt. Das könnte ich mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Der Typ ist trotzdem mürrisch, trotz dem ganzen Zeug hier. Sieht doch mega glücklich aus. Eine tolle Party. Hey, Jesse, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Ist das der Farmer gehört sogar zu Winnie? Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. Ist schon besorgniserregend. Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Okay. Ich habe schon gesehen, wir müssen irgendwo 5 Sachen zerstören. So 5 Geburtstagsgeschenke oder so. Mal gucken, ob ich die alle auftreiben kann. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, ich mag das, wenn hier so Essen in Lego dargestellt wird. Keine Ahnung, es sieht nicht wirklich appetitlich aus, aber ich finde einfach die Kreativität von den ganzen Leuten, die bei Lego arbeiten, sowas von krass. Wie man da aus diesen kleinen Teilen, das muss man ja immer wieder dazu sagen, aus diesen kleinen Teilen einfach so einen Burger machen oder sowas. Das ist schon einfach kreativ. Das ist sehr kreativ und das feiere ich einfach. Allein schon, mein erster Burger war damals beim SpongeBob-Lego-Set dabei. Und oh mein Gott, war das cool, wenn ich da den zusammengebaut habe, den ersten. Oder zum Beispiel die Mr. Krabs-Geldscheine. Das ist halt auch verdammt kreativ gewesen. Einfach so ein grüner Schein mit so einem Sticker drauf. Und als Kind kann man dann damit so viel spielen eigentlich. Da kann man so viel verschiedene Sachen machen. Und es besteht halt wirklich nur aus diesem einen Stein oder was auch immer. Das ist halt so krass, wenn man das so sieht. So, was können wir hier machen? Okay, ein bisschen Fitnesstraining. Alles klar, mal gucken, ob es dafür irgendwas gibt. Ich spamme meinen A-Knopf. Ja, doch, das zweite. Oh, nice. Sehr schön. Jade Crosby. Gibt es dafür und gibt es hierfür auch irgendwas Schönes? Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn es hier irgendwas Schönes gibt. Ich mach's auf jeden Fall, ne? Es schadet ja nicht. Fitnesstraining immer gut. Ich habe sowieso scheiß Kondition. Deswegen, lass das einfach mal machen. Aber dafür gibt es letzten Endes nichts mehr. Schade. Okay, na immerhin. Ein Charakter gab es dafür. Und den roten Stein haben wir auch gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der war hier hinter dieser Tür drinnen. Ich bin gespannt, was wir mit dem roten Stein freischalten werden. So, und was können wir hier machen? Ein bisschen Partyspiele. Ja, ein bisschen Partyspiele, tatsächlich. So, die Frage... Und die funktionieren das? Haben und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Ah, okay. Und ja, ich habe den obwohl er erst 40 geworden ist, den Balken nicht gesehen. Statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Das ist mein Ziel. Und Namen falsch geschrieben haben. Na und? Wer ist der? Wieso drehen sie sich die um? Das ist mein Ziel. Hä? Auf was soll ich zielen? Aber nur wenn sie dich anschauen. Hä? Ah, okay. Nur wenn sie mich angucken, auf die Zylinder zielen. Dann wächst da irgend so ein roter Ballon auf deren Kopf. Oder eben in der Farbe, in der sie sind. Ja, kriege ich das überhaupt noch hin zeitlich? Lass mal ein bisschen probieren. Zylinder. Ich ziele aber eher auf das Gelbe und nicht auf den Zylinder. Und dann wächst der. Ja, 1 von 5. Nice. 2 von 5. Nice. Komm, schneller. Ne, der hat sich nicht mehr umgedreht. Okay, der lilane, der nächste. So, nice. Und der grüne, perfekt. Ey, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch hinbekommen hätte. Merkwürdiges Minispiel. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ja, wir haben Spaß. Dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Sehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Mann. Was für ein Griesgram, der Typ. Was für ein Griesgram. Es ist doch eine tolle Party geworden. Nur weil der falsche Kuchen ist. Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat? Ja, echt unglaublich. Gut. Ja, als Polizist hat man auch relativ viel Papierkram am Hals. Da muss man nämlich immer, wenn irgendein Vorfall oder so passiert, muss man da einen Text dazu schreiben. Wenn man da als Polizist vor Ort war. Das ist schon...
Auch viel Textarbeit. Das denkt man eigentlich gar nicht. So auf den ersten Blick, wenn man so an den Beruf Polizist denkt, denkt man, man ist vielleicht öfter mit dem Auto unterwegs, ein bisschen auf Streife, ne, hält den einen oder anderen an und so. Aber dass man da auch sehr viel Papierzeug zu erledigen hat, ich glaube, hast damit rechnet nicht wirklich jemand. Büro geschlichen? Fast. Bin oben auf die Lampe davor geklettert. Aber von da war es fein. Ja, ja. Wie ich da hochkomme, das weiß ich bereits. Das braucht ihr mir nicht erklären. Und dann werden wir uns wahrscheinlich gleich den Zettel rausklauen, auf dem oder den Schlüssel für den Keller oder den Schlüssel für das Boot. Irgendwas klauen wir uns da jetzt hundertprozentig raus. So, da brauche ich nämlich mal an den Farmer. Sehr schön. Und mir fehlt ein Geschenk. Ich frage mich gerade, wo? Komme ich da hoch? Natürlich komme ich da nicht hoch. Warum soll ich auch da hoch? Also ob ich jetzt das eine Geschenk nicht finde? Was ist das für ein lächerlicher Müll? Naja, wir haben relativ wir haben eine gute Ausbeute, würde ich mal behaupten, von dieser Mission. Das passt schon. Und, sieh an, da stehen sie auch schon, die letzten Geschenke. Nice, wenigstens eine Polizeimarke vervollständigt. Ich glaube, die anderen stecken da unten drin in diesen zwei Sachen, die wir da nicht öffnen können, weil uns da noch der Charakter fehlt. Was soll's? Machen wir dann einfach zu seinem Zeitpunkt. Jetzt erstmal hier schön den Schlüssel rausholen. Und dann nix wie abhauen mit dem Feuerwehrboot. Okay, den Schlüssel brauchen wir hier unten. Damit dürft's hoffentlich in den Keller gehen. Ja, tatsächlich, da ist so eine coole Rutschstange, die es immer bei der Feuerwehr gibt. Und nun suchen wir einen Weg vorzutäuschen, das Boot zu klauen. Okay, das ist ja äußerst interessant. Interessant erklärt. So, vielleicht finden wir ja noch noch so eine Marke. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn wir noch so eine Marke finden. Wieso kann ich gerade nicht... Ja, ich möchte eigentlich Wasser spritzen, um das Teil hier zu löschen. Genau, eine von drei. Gut, vielleicht finden wir die drei noch. Das wäre sehr, sehr cool. Weil dann kriegen wir das auch noch zusammen. Und ich würde das schon gerne zusammenbekommen. Ah, wieder so ein Zeug, mit dem ich hier die Schritte nachverfolgen muss. Ich weiß doch eh schon, wo ich hin muss. Warum macht es jetzt noch so spannend? Doch eh hier drüben. Hier, guck. Wusste ich. Brauche ich nicht mal den Weg folgen, um das rauszufinden. Hier läuft die Musik von der Untergrundstation, von der Polizeistation. Interessant. Okay. Nice. Den ganzen athletischen Zeug von der Feuerwehr. Ja, und das ganze Zeug kann ich halt schon aktivieren, weil ich eben die Farbwaffe habe. Ich brauche gar nicht warten. Ist nur die Frage, nicht, dass ich das Falsche aktiviere und wir dann nicht weiterkommen, oder beziehungsweise dann die Mission vorbei ist, obwohl ich mich noch umgucken hätte wollen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Und da drüben ist das dritte Teil. Hier haben wir Teil Nummer 2. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Polizeimarke zusammen. Vielleicht gibt es sogar auch noch eine dritte Polizeimarke hierfür. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich glaube, da gibt es die Farbwaffe. Das war gelb, grün, blau, rot. Sehr schön. Ey, dieses komische Teil von der Kiste, ne? Habt ihr gesehen? Das flog auf einmal da hinter der komischen Kiste hervor wieder. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Hier, nerviges Teil. Sehr, sehr nerviges Teil. So. Einmal Dynamit zu mitnehmen, bitte. Den Cheatcode muss ich mir auch so schnell wie möglich holen. Oder den roten Stein, sagen wir es lieber so, weil es ist ja ein legaler Cheatcode, dass wir unendlich Dynamit bei uns tragen. Das wäre schon verdammt hilfreich. Finde ich persönlich. Dann kann man schon so einiges erledigen. Oder beziehungsweise sich so einige Arbeit ersparen, so einige Wege. Mal gucken. Ah, und jetzt würde ich hier die Farbe bekommen. Ja, der Wahnsinn. Brauche ich auch so dringend. So, einmal zum Farmer wechseln, bitte. Den benötigen wir nämlich jetzt hier. Dann kommen wir nämlich hier rüber. Und voll verkacken. Läuft, Ultra, läuft. Gut, dass ich verkackt habe, weil ich musste ja noch das Feuer löschen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich zurückgekommen wäre, hätte ich das jetzt nicht vergessen. Gut, dann war es ja wenigstens positiv, dass ich das gerade verkackt habe, beziehungsweise vergessen habe. So. Sehr hey, schön. Chase, hier drüben. Ah. Wie seid ihr hier reingekommen?
Geschwommen? Er ist geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Dick und doof. Nummer 20 in diesem Spiel. Naja, von denen gibt's auch genug, ey. Von diesen zwei Persönlichkeiten. Einer ist dumm und einer ist, keine Ahnung, einfach dabei. Meine Güte. So, zweite Marke bitte. Dankeschön. Nicey. Und wie mache ich euch jetzt hier die Tür auf? So einfach läuft das wohl nicht. Da müssen wir zuerst auf die andere Seite rüber. Na gut. Wie viel gibt's hier noch zu erledigen? Hier haben wir einen Schalter. Mit einer Gummimatte. Okay. Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Denn ich werde wahrscheinlich mit der Gummimatte zu der Farbe kommen. Das bedeutet, ich mache das jetzt einfach mal. Und sollte ich da nicht hinkommen, dann haben wir wenigstens den Vorteil, dass ich nichts verpasst habe. Sagen wir es so. So, mit Z-Erb kann ich paddeln, beziehungsweise eben mit, ich glaube, B funktioniert es auch. Ne, mit B mache ich rückwärts, mit A wahrscheinlich dann vorwärts. Nicht so wild. Sehr schön. Oh, nice! Noch eine Marke! Sehr schön. Dann hat es sich ja gelohnt, die hier lang zu fahren. Das bedeutet, uns fehlt wirklich in diesem Level nur eine Polizeimarke und dann haben wir alles. Ich glaube, ein Auto gibt's noch in der Mission. Aber ich glaube, sonst haben wir wirklich alles und das einfach first try. Das ist ja mal mega. Das lief ja mal mega gut. Guter Auftrag. Kann gern so weitergehen. Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Alles klar. Das mache ich mit X. Und jetzt, schießen wir einmal hier rein, wie es aussieht. Ist das richtig? Jetzt ist es richtig, okay. Schön in die Mitte zielen. Und gleich haben wir ein Feuerwehrboot geklaut. Meine Damen und Herren. Sehr schön. Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Oh, macht gar nichts. Siehst du? Na dann lass die Flossen davon. Tja, und zu guter Letzt wird nochmal Chase gequält. Alles klar. Yay, wir haben dieses Kapitel abgeschlossen. Schalten Kostüme frei. Okay, was muss ich mir darunter vorstellen unter diesen roten Steinen? Keine Ahnung, gucken wir uns im nächsten Part an. Drei Polizeimarken, wie bereits gesagt. Zwei wunderbare Charaktermarken. Einmal den Feuerwehrmann und einmal Jade. Irgendwas Dingsbumskirchen, auch wahrscheinlich eine Feuerwehrfrau. Sowie 100% Lego City Held. Das gibt summa summarum 2 Goldsteine, glaube ich. Yep, leider nicht mehr. Und wir setzen im nächsten Part die Geschichte mit dem gestohlenen Feuerwehrboot fort. Ich hoffe, ihr seid dabei. Mich mega freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss, euer Ultra. Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch Spaß gemacht hat, hier zuzugucken.